Einstiegsfrage gleich was sehr Plakatives. Wie sehen Sie das? Brauchen wir heute noch eine Tageszeitung, die in Print erscheint? Das kann ich nur mit Ja beantworten, weil die Tageszeitung einfach einen Wert heute bietet, auch jetzt dem Nutzer bietet, den Internet oder auch andere Medien nicht bieten können. Und zwar aus einem heraus. Es ist ein kompaktes Produkt, das langsam in der Produktion ist, aber für den Konsumenten in der Konsumation ein sehr schnelles Produkt, weil die Fähigkeit von Auge und Hirn mitwirkt und ich kann lesen, ich kann screenen, ich kann rein und raus springen und das eigentlich in einer Geschwindigkeit, dass ich mit der Zeitung 10 Minuten verbringen kann, aber auch 2 Stunden verbringen kann. Und das ist der große Vorteil einer Zeitung. Und das Internet hat für den Journalismus und auch für die Information ganz einen anderen Stellenwert, nämlich das ist Real-Time und da habe ich auch ein anderes Nutzungsverhalten. Aber sehen Sie es zum Beispiel nicht so, das ist halt schon eine sehr Sicht, die ältere Journalisten oft auf die Zeitung haben, weil die jungen Mediennutzer, wenn man heute in einer FH fragt, wie viele Leute eine Tageszeitung auf Print lesen, gehen wahrscheinlich 5 Hände hoch. Das ist für uns ein bisschen so wie die Schallplatte wahrscheinlich. Ich habe es einfach gesehen. Ja, muss ich Ihnen auch wieder recht geben, und zwar das, was vorher mal gegolten hat, dass Kinder in den Haushalten mit Zeitung sozialisiert worden sind, das gilt heute nicht mehr, sondern Kinder sind heute und Jugendliche sind heute internetaffin und das Internet ist das Kommunikations- oder der Computer ist das Kommunikationsmedium für sie geworden und die Interessen sind dort natürlich vielfältig. Aber man muss auch eines wissen, das sind einmal die sozialen Netzwerke, die genutzt werden, es sind die E-Mails, die genutzt werden und es sind praktisch die Suchmaschinen, die genutzt werden. Unter anderem werden Inhalte, journalistische Inhalte oder News-Inhalte auch genutzt, im Regelfall aber on demand von den Jugendlichen. Er kriegt im sozialen Netzwerk mit, da ist etwas passiert, das interessiert mich und auf Interesse on demand geht er dann im Internet und sucht das, weil er weiß, er findet es. Und für ihn hat die Zeitung in seinem Tagesablauf, in seinem sozialen Verhalten keinen Stellenwert. Wenn wir da gleich zum Geschäftsmodell switchen, wird sich die Printzeitung dann in Zukunft noch verkaufen können, wenn die jungen Leute sie halt kein Geld dafür ausgeben wollen, für die Tageszeitung? Das ist eine der Gretchenfragen, die auf uns zukommt. Wir sehen auf der einen Seite, dass unsere Nutzer im älteren Segment nach wie vor bei ihrer Zeitung sind. Wir sehen, dass die jungen Leute noch nicht bei der Zeitung sind. Wenn sie aber älter werden, ob sie dann noch zur Zeitung finden, weil sie nicht zeitungssozialisiert sind, das ist die offene Frage. Muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich habe heute keine Antwort darauf.